Ja, Leute, ist das ein Motorrad oder ist das kein Motorrad? Das klären wir heute. Ich zeige euch heute die Yamaha Nikon, ein Motorrad mit 3 Rädern. Die Yamaha Nikon wurde 2018 vorgestellt und als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, gibt es jetzt auch so einen Dreiradroller wie den Piaggio MP3 oder von Yamaha gibt es ja auch den Tri-City als Motorrad, einfach mit mehr Wumms, oder ist das ein richtiges Motorrad und darf man das mit Autoführerschein vielleicht fahren, weil die Roller darf es ja mit Autoführerschein fahren, die Yamaha Nikon aber nicht, und das ist auch gut so, denn erstmal hat die ein bisschen mehr Qualm im Socken als so ein dreirädriger Roller. Und zum anderen fährt sich die Yamaha Nikon auch wirklich wie ein Motorrad. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Gerät hier erstmal an. Hier bei der Nikon haben wir 2 Vorderräder und das sind 15 Zoll. Von vorne siehst du es natürlich, wenn du aber auf dem Motorrad sitzt, dann siehst du von den Rädern gar nichts. Es ist etwas breiter, aber du vergisst das ganz schnell, dass du vorne 2 Vorderräder hast. Was natürlich krass ist, ist diese ganze Vorderachskonstruktion, diese Vorderachskinematik, ist eine sogenannte Ackermann-Lenkung. Und das Besondere ist, man sieht das jetzt auch so ein bisschen, ich habe jetzt hier ganz eingelenkt und die Lenkwinkel der beiden Räder sind nie genau gleich. Das könnt ihr auch beim Auto zum Beispiel sehen. Wenn du beim Auto ganz einschlägst, dann ist das innere Rad anders vom Winkel als das kurvenäußere Rad. Und das macht auch Sinn, weil du ja unterschiedliche Wege hast. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Schlüssel, dass das hier so gut durch die Kurve läuft. Und das Gerät heißt Nikon oder Nikon, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Yamaha sagt, man spricht es Nikon, aber ich habe mir von einem Japaner sagen lassen, dass man das eigentlich Nikon sprechen würde. Und es heißt im Prinzip zwei Schwerter oder zweischneidiges Schwert. Spielt natürlich hier auf die 2 Vorderräder an. Und das Ding geht, wie gesagt, in Kurven auch durch wie ein Schwert. Du kannst es so präzise durch die Kurven fahren, kommen wir gleich noch zu. Für den Spaß müssen wir preislich hier rund 16.500 Euro hinlegen. Das ist die GT-Variante. GT-Variante heißt, ich habe ein hohes Windschild, ich habe serienmäßig 2 Koffer, ich habe auch serienmäßig schon ein Tempomat, auch eine Griffheizung. Ich bekomme auch die normale Nikon, also nicht als GT-Variante, und dann liege ich rund 1.000 Euro drunter. Motortechnisch basiert die Yamaha Nikon auf der Yamaha MT-09. Wir haben also hier einen Dreizylinder mit rund 850 Kubik, also eine 900er mit 115 PS. Und den Motor kennen ja vielleicht einige von euch schon aus der MT-09. Und dort ist das Ding wirklich ein Gedicht. Zieht ordentlich, ist agil, sehr kultiviert, hat relativ guten Durchzug und der Motor läuft auch wirklich erstaunlich gut, selbst bei niedrigen Drehzahlen. Du kannst ja wirklich im 6. Gang mit 50 durch den Ort cruisen, hätte ich so nicht erwartet. Wenn du ihn dann drehst, dann kommt auch Leistung, und wenn du richtig Spaß haben willst, solltest du ihn auch drehen. Da musst du dich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Gerade wenn man sonst etwas hubraumstärkere Motorräder im Bereich zwischen 160 und 200 PS fährt, muss man sich hier ein bisschen umgewöhnen. Am Anfang ist man ein bisschen enttäuscht, aber wenn man sich dann so ein bisschen eintariert hat, dass man auf der Landstraße im Kurvengeläuf so 2., 3. Gang so ordentlich dreht, dann kann man hier auch ordentlich Spaß haben. Und ich hatte ja schon angesprochen, GT-Variante kommt mit den Koffern. Das Koffersystem funktioniert soweit super, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Koffer ein bisschen größer sind, denn du bekommst hier keinen Integralhelm rein. Und dann machst du irgendwie mal ein Päuschen, willst du mal eine Runde die Beine vertreten, dann habe ich das ganz gerne hier bei meinen Motorrädern, den Helm hier zu verstauen. Geht hier allerdings nicht, und du bekommst auch nochmal extra Regenschutzhüllen für diese Koffer, weil die im Extremfall nicht wasserdicht sind hier an den Reißverschlüssen. Aber es passt soweit. Hier kannst du auch noch optionalen Topcase unterbringen. Gibt es auch von Yamaha im Zubehör. Und wenn du im Tankrucksack zum Beispiel dein Handy noch hast, dann hast du hier noch eine 12 Volt Bordsteckdose serienmäßig. Da kannst du das Handy auch noch mit laden. Du hast auch noch eine andere 12 Volt Steckdose, die ist unter der Sitzbank. Thema Cockpit ist hier relativ standardmäßig. Wir haben hier kein Farb-TFT, sondern ein normales LCD-Display. Ist soweit alles übersichtlich. Ich würde mir allerdings trotzdem manchmal so einen analogen Tacho wünschen gegenüber einem digitalen Tacho, aber ist eine Gewohnheitssache. Du hast hier auf jeden Fall eine Ganganzeige. Du hast hier auch eine Anzeige für verschiedene Funktionen vom Bordcomputer, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Außentemperatur, Motortemperatur, was du allerdings leider
nicht hast, ist eine Restreichweitenanzeige. Und auf Langstrecke hätte ich mir ein bisschen größeren Tank gewünscht. Tankmäßig sind wir nämlich hier mit 18 Liter unterwegs. Ich habe so im Mittel zwischen 6 und 7 Liter verbraucht auf Landstraßenbetrieb. Wenn ich aber Langstrecke über die Autobahn gefahren bin, relativ zügig, so Reisegeschwindigkeiten zwischen 160, 180, dann gehen wir aber schon so in Verbräuche so an die 10 Liter. Und dann war nach spätestens 100 Kilometern tanken angesagt, teilweise auch schon vorher, weil die Tankanzeige teilweise auch so mal so Sprünge macht. Und wenn die Tankanzeige auf Reserve ist, dann wird ja automatisch so ein Tageskilometerzähler eingeblendet, der dann von null aus hochzählt. Aber dann musst du natürlich erstmal checken, okay, wie viel Kilometer kann ich jetzt noch? Ein bisschen schwierig, deshalb bin ich dann eher früher zum Tanken gefahren und teilweise war dann nach 160, 170 Kilometer schon Tankstopp angesagt. Bei einer Tourenvariante hätte ich es dann vielleicht noch mal gut gefunden, ein paar Liter mehr im Tank zu haben. Zum Beispiel hier meine große GT, die hat einen Tankinhalt, glaube ich, von um die 25 Liter und die verbraucht auf der Autobahn dann auch nicht mehr als diese hier. Thema Autobahn ist nochmal Höchstgeschwindigkeit. Normalerweise, wenn du ein Motorrad hast mit 115 PS, kannst du eigentlich locker auch mal über 200 fahren. Die Nikon ist aber abgeregelt. Tachomäßig haben wir dann so 204, 205 auf dem Display. Laut GPS sind das 190 Stundenkilometer. Mit ganz viel Glück schaffst du mal 191, aber da ist dann der Bart auch ab. Ich weiß nicht, warum die abgeregelt ist, ob das wiederum mit der Vorderachskonstruktion zusammenhängt. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn die Taschen hinten bepackt sind, fängt sie so ein leichtes Pendeln an. Das ist kontrollierbar. Es ist auch ein anderes Pendeln. Fühlt sich auch immer noch ein bisschen stabiler an, weil du zwei Vorderräder hast. Aber wenn du die Taschen nicht bepackt hast, hast du überhaupt kein Problem. Komfort selber für Fahrer, Beifahrer finde ich wirklich gut. Hat mich echt überrascht. Kniewinkel ist angenehm. Ich konnte wirklich lange Strecken gut fahren. Ich war auch überrascht über die Sitzbank. Die ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Also für mich passte das. Und auch im Sozius-Betrieb gab es da hier keine Beschwerden. Was mich über die ganze Zeit so ein bisschen gestört hat, war das Windschild. Weil das habe ich zum Beispiel mal in meiner K1300R auch. Da war so ein kleines Sportwindschild mal dran ab Werk. Das habe ich komplett runtergemacht, weil ich bei meinen 1,96 Meter das Problem hatte, dass ich dann krasse Verwirbelung habe und zwar genau im Helm. Das heißt, es ist im Prinzip bei dieser hier auch so. Der Oberkörper ist eigentlich frei. Du hast eigentlich auch auf dem Helm keinen Winddruck, aber eben krasse Verwirbelung und ab 70, 80 wird das schon sehr laut. Ich bin dann in der Konsequenz immer mit Ohrstöpseln gefahren. Die Ohrstöpsel blende ich euch mal gerade ein, verlinkt die unten in der Beschreibung. Habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht und zwar mit den roten. Ich hätte früher gedacht, wenn du dir die reinsteckst, hörst du ja nichts mehr. Aber die dämpfen bestimmte Frequenzen weg. Das heißt, du kannst trotzdem noch deine Intercom hören und hörst auch sonst noch, was um dich herum los ist. Aber gerade diese lauten Windgeräusche werden etwas weggefiltert. Also wer das noch nicht kennt, unbedingt eine Empfehlung wert. Ich habe zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich mal testweise die Scheibe hier komplett abmontiere. Aber dafür hatte ich dann keine Zeit mehr. Generell Sichtbarkeit in den Spiegel top. Vibriert auch nichts, alles super. Aber du hast aber immer die Lenkerenden und die Hebel hier in den Spiegeln. Und ja, gewöhnt man sich dran, manchmal aber doch etwas irritierend. Dann haben wir drei Fahrmodi, die wir halt, wo wir die Motorcharakteristik anpassen können. Ich bin immer im Prinzip in der sportlichen Variante gefahren. Denn auf der einen Seite hat die jetzt nicht so viel Wumms, dass ich da irgendwie Stress bekam, auch bei Nässe nicht. Zum anderen ist sie dann in den anderen Varianten mir ein bisschen zu soft. Die geht dann schon relativ gierig ans Gas, aber da gewöhnt man sich eigentlich dran, sodass das für mich kein Nachteil war. Ich habe auch eine Traktionskontrolle. Traktionskontrolle ist auch mehrstufig, aber bis auf Nässe habe ich da eigentlich keinen Stress mit gehabt. Und das Schöne ist ja bei der Nikon, selbst auf schlechten Straßen, selbst bei Nässe, die kommt eher hinten, vorne hast du gar keinen Stress. Und das ist eben das Grundprinzip bei der Nikon, dass du sehr, sehr schnell ein unheimliches Vertrauen in das Motorrad bekommst. Und dann macht's Klick und dann hast du nur noch Spaß im Kurvengeläuf. Eine Sache, die ich ein bisschen umständlich finde, ist die Bedienung der Lenkradheizung und des Bordcomputers. Hier hast du nämlich eine Wippe, wo du hoch und runter schalten kannst und du hast einen Auswahlschalter, einen Select-Schalter. Und jetzt musst du diese Wippe umschalten von der Bedienung der Griffheizung auf die Bedienung des Bordcomputers. Ich kann das nur von meinen BMWs. Da habe ich einen Schalter für die Griffheizung und einen Schalter als Infotaste für den Bordcomputer und kann die unabhängig voneinander durchschalten. Aber ich muss nicht vorher checken, ob ich jetzt schon umgeschaltet habe oder wie auch immer. Hätte ich ein bisschen einfacher gefunden oder ich habe irgendeine Logik hier nicht verstanden, dann könnt ihr das ja mal unter das Video schreiben. Vielleicht gibt es ja sonst noch eine extra Funktion für die Wippe, habe ich dann aber nicht gefunden. Dann haben wir hier einen Quickshifter verbaut. Quickshifter ist ja eine super Sache, habe ich bei meinen anderen Mopeds auch. Wir haben hier allerdings nur einen Quickshifter, wo ich mit ohne Kuppel nach oben schalten kann und nicht nach unten, also keine Blipperfunktion.
Gerade ein Blipper finde ich manchmal noch cooler, weil Hochschalten mache ich in der Regel eh ohne Kuppeln, mit kurzem Gas wegnehmen. Und der Quickshifter hier ist so ein bisschen rigide, denn im unteren Bereich kann ich gar nicht mit Quickshifter schalten. Ich glaube, ich muss so um die 4000 haben, sonst sperrt er. Da hat Yamaha sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir wollen natürlich schon ein bisschen Zug auf dem Antriebsstrang haben, damit wir auch ohne Kuppeln schalten können. Aber das kenne ich von anderen Motorrädern eben anders, kann man sich aber dran gewöhnen. Und dann weiß man es irgendwann und schaltet doch wieder unten rum in der Stadt mit Kupplung oder mit Gas wegnehmen. So, jetzt natürlich nochmal die Frage, wie fährt sich die Niken oder die Niken? Da war ich natürlich sehr gespannt, habe eigentlich mit allem gerechnet und war dann völlig überrascht. Denn Ersteindruck, du steigst ja auf und fährst, denn sie kann umkippen. Sie kann Schräglagen bis 45 Grad und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus gefühlt. Aber es fährt sich von daher wie ein Motorrad. Du sitzt drauf, du kannst rangieren wie ein Motorrad. Es fühlt sich am Anfang etwas schwerfälliger an, vom Einlenkverhalten und auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Vielleicht so vergleichbar, wer das von euch kennt, wenn ihr mal ein Bar zu wenig Luftdruck vorne drauf hattet, dann fühlt sich das so ein bisschen schwergängig an, irgendwie, als wenn da was nicht richtig wäre. Das Gefühl hatte ich hier am Anfang, aber du weißt ja, okay, es sind zwei Vorderräder, du hast diese Achskonstruktion. Und dann hast du dich auch dran gewöhnt. Es ist deswegen nicht unhandlicher. Es sei denn, du würdest jetzt wirklich mal dich durch ganz enge Gassen oder Lücken schlängeln. Aber im Prinzip sind die Spiegel und der Lenker immer noch das Ende des Motorrads links und rechts. Und wenn du dich daran orientierst, hast du eigentlich auch keinen Stress. Aber ungewohnt am Anfang beispielsweise, du fährst mittig über irgendwie eine Unebenheit oder so einen Versatz. Und das merkst du erstmal gar nicht. Und dann fällt dir wieder ein, ja, okay, die Räder sind ja links und rechts angeordnet. So, und dann ging es erstmal auf die Landstraße. War alles erstmal unspektakulär. Ich bin nie so gefahren wie ein normales Motorrad. Und bis dahin würde ich mal so beschreiben, ich war interessiert, aber noch nicht schockverliebt. Und diese Verliebtheit, die hat ungefähr 10 Minuten gebraucht. Denn ich bin erstmal Autobahn gefahren und war schon mal überrascht, wie stabil und ruhig das Moped liegt. Das ist fast bei 180 wie, ja, so ein bisschen wie Autofahren. Einfach von der Stabilität. Natürlich sitzt du am Motorrad, aber es ist viel ruhiger. Es ist total smooth. Sagt man ja, ne? So, und dann bin ich auf die Landstraße und dann hat es nach 10 Minuten wirklich Klick gemacht und ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil du kannst das Ding in die Kurven legen, als wenn es keinen Morgen gibt. Das ist so unfassbar. Und da hatte ich dann so diesen Underdog-Moment oder diesen Wolf im Schafspelz, weil du wirst auch nicht gegrüßt in der Regel. Weil die anderen Moped-Fahrer denken, das ist irgendwie so ein Dreiradroller oder ein Krankenfahrstuhl. Aber mir ist im Kurvengeläuf auf Landstraßen keiner weggefahren, selbst mit ambitionierter Fahrweise, es sei denn, das war völlig außerhalb der STVO, das ist dann auch nicht mein Gebiet mehr. Aber das ist so dieser Moment, du ahnst es nicht und es macht dir so Spaß, du brauchst doch gar nicht so darauf achten, ob du jetzt ein bisschen Feuchtigkeit auf der Straße noch hast oder da ein bisschen Bitumen vergossen ist oder ob da ein bisschen Split liegt oder ob die Reifen kalt sind. Ich bin mit der Niken im Schwarzwald gewesen, habe die wirklich intensiv auf der Landstraße gefahren. Auch nochmal ein Tipp für euch, wer noch nicht im Schwarzwald war, unbedingt hinfahren. Da ist fast egal, wo du lang fährst, da ist überall geil. Und es war einfach eine Wucht. Hier im Münsterland sind wir leider ja nicht so gut gesegnet, was die Kurven und Berge anbelangt, wie im Schwarzwald. Aber ich kann euch sagen, am ersten Tag waren die Fußrasten schon mal angeschliffen. Die waren vorher noch jungfräulich, das war ein Testmotorrad, die hatte auch schon irgendwie 5000 Kilometer, glaube ich, drauf. Jetzt ist das Motorrad standesgemäß eingeweiht, der Streifen hinten ist auch abgefahren auf dem Hinterrad. Das ist halt das Komische, das Faszinierende, was passiert, wenn du mit der Niken fährst. Du kriegst auf einmal so ein Vertrauen. Ich würde nicht sagen, dass wenn jemand wirklich top Motorrad fahren kann, dass er dann mit der Niken schneller ist als mit einem anderen entsprechenden Motorrad. Das wird sich wahrscheinlich ungefähr die Waage halten, aber ein durchschnittlich begabter Motorradfahrer ist mit diesem Dreirad auf jeden Fall schneller in der Kurve. Und das ist einfach auch so, du gibst viel früher aus der Kurve raus Gas, du bremst auch später an. Oft ist das vielleicht so, einige Motorradfahrer kennen das vielleicht auch so, dass man eine Kurve fährt und denkt, ah, das ist vielleicht ein bisschen zu fix. Hier habe ich oft gedacht, da geht eigentlich noch was. Und dann bin ich noch mal ans Gas gegangen und habe die noch mal ein bisschen mehr quergelegt. Das ist abartig. Das macht wirklich großen Spaß. Und ich habe nie gehabt, dass mir das Vorderrad wegging. Das Hinterrad ging mal so ein bisschen in den Drift, war dann aber auch wieder so ein bisschen Gefühl wie beim Auto. Beim Motorrad läufst du ja relativ schnell Gefahr, dann bei so einer Fahrweise vielleicht einen Low-Sider zu machen. Ich würde sagen, der ist hier auch nicht ausgeschlossen, aber
Die Grenzen sind weit nach oben gesteckt. Es gibt allerdings Leute, die haben es auch schon mal geschafft, einen Nikon auf die Seite zu legen. Also Grenzen der Physik sind natürlich auch hier nicht außer Kraft gesetzt. Ja, und Thema Motor, da musste ich mich wirklich erstmal umgewöhnen. Ich musste wirklich lernen, das Motorrad immer schön zu drehen. Das heißt nicht, dass die untenrum überhaupt nicht geht, aber wie gesagt, ich habe ja sonst stärkere Motorräder und da liebe ich einfach diesen satten Durchzug, einfach diesen Druck, diesen Punch aus dem Scheitelpunkt der Kurve. Das macht mir dann immer noch ein Grinsen. Dieses Grinsen hatte ich hier bei der Nikon nicht und da habe ich gedacht, es gibt heute noch den Motor von der MT10. Ich glaube, der hat so um die 160 PS. Wenn es den hier noch drin geben würde, ich glaube, dann wäre wirklich so, dass ich sagen müsste, ich kann nicht anders, ich muss das Ding haben. Denn ich habe in meiner Zeit mit der Nikon sehr viele Gespräche geführt, egal wo du irgendwie anhältst, du wirst ja immer darauf angesprochen. Sind meistens dieselben Fragen, wie fährt sich das und braucht man dazu einen Autoführerschein? Viele haben auch gesagt, sie haben gehört, dass die Nikon so ein Teil ist, wenn du einmal fährst, willst du eine haben. Das würde ich fast unterschreiben. Eigentlich will ich jetzt auch eine haben. Da ist auch noch der Preis 15,5 für die normale, 16,5 für diese GT-Version. Viele sagen, das ist mir zu viel Geld, aber du musst sie, glaube ich, mal fahren. Und wenn du mal guckst, eine MT10 liegt ja auch so in dem Bereich. Es gibt auch andere Motorräder in dem Bereich. Ich glaube, hier könnte das Problem sein, dass du in dem Preisbereich eigentlich Motorräder kriegst, die schon ein bisschen mehr Dampf haben. Und viele haben vielleicht auch ein Problem mit dem Aussehen. Ne? Ich nicht. Ich finde es sogar interessant. Ich finde es sogar geil. Du hast, wie gesagt, jedes Mal auf der Landstraße diesen Wolf im Schafspelz-Moment, wenn du von hinten ankommst, die Leute denken, oh, das ist ein Roller. Und dann kommen die nicht mehr klar. Motorseitig basieren wir hier auf der MT09. Und die MT09 ist ja wirklich ein sehr schönes Bike. Ich bin die selber noch nicht gefahren, kenne aber einige Leute, die total begeistert sind. Und die MT09 hat ein Leergewicht von 193 Kilo. Mit dem gleichen Motor. Der Motor ist ein bisschen modifiziert, der hat hier in der Nikon ein bisschen andere Schwungmasse, da ist wahrscheinlich Software so ein bisschen vom Drehmomentverlauf wahrscheinlich auch noch ein bisschen modifiziert, aber grundsätzlich sind wir mit dem gleichen Aggregat unterwegs. Aber hier bei der Nikon haben wir ein Leergewicht von 267 Kilo. Das heißt, da ist schon einiges mehr an Gewicht, das ist ja im Prinzip ein kompletter Sozius, je nachdem. Aber es gibt ja auch noch die Tracer und die Tracer wiederum hat auch nur ein Rad, gleicher Motor, aber auch die Verkleidung, Tourenversion und die wiegt dann auch in der kompletten Ausstattung 237 Kilo. Das heißt, da ist der Unterschied schon ein bisschen geringer. In der Anzeigeeinheit sind wir noch ein bisschen oldschool unterwegs, kein Farb-TFT, aber dafür haben wir vorne schon Voll-LED-Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht. War ich auch wirklich top mit zufrieden. Und dann ist ja noch die Frage, merkst du das Gewicht auf der Vorderachse? Denn die ganze Vorderachse-Konstruktion ist natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier mit mehr Gewicht unterwegs sind. Und ich würde mal sagen, so beim Fahren eigentlich gar nicht so. Du musst beim Einlenken ein bisschen mehr Druck geben, aber da gewöhnst du dich sehr schnell dran und dann fasziniert dich wirklich absolut diese Spurtreue, die du hast. Du gehst quasi auf die Innenlinie und dann ist die so präzise, auch wenn du Unebenheiten hast, das ist so eine Ruhe. Auch wenn du zum Beispiel mal in Schräglage eine Lenkkorrektur machst, ist das erstaunlich. Das ist fast so ein bisschen wie beim Auto. Wenn du auf der Autobahn mit 190 fährst und du machst so eine Lenkkorrektur, dann merkst du bei einem normalen Motorrad erstmal, dass du ganz schön Druck aufbauen musst, dass du da so eine Kurskorrektur hinkriegst, eine relativ zackige Kurskorrektur. Das ist auch so ein Nikon-Moment, den ich hatte, dass du ein bisschen einlenkst und selbst bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn auf einmal so einen Richtungswechsel hast, den du so in dieser Präzision oder in der Agilität gar nicht kennst. Und ich habe auch Videos gesehen von Leuten, die mit der Nikon auf der Rennstrecke sind. Und wenn die auf einmal irgendwo so ein bisschen Drift haben in der Kurve, dann stellt die sich so ein bisschen wieder auf, aber du hast die sofort irgendwie wieder gefangen. Das sieht dann so ein bisschen aus, als wenn du mit dem Auto in der Kurve eine Lenkkorrektur machst, fand ich. Und so fühlt sich das vielleicht so ein bisschen an. Aber trotzdem, es ist wie Motorradfahren. Nur mit dem Vorteil, dass du einfach mehr Stabilität hast, mehr Ruhe. Aber es fühlt sich wirklich an wie Motorradfahren. Ich habe Leute hier mitfahren lassen, die auch oft auf der Rennstrecke unterwegs sind. Die waren auch wirklich angetan. Sagten auch, cooles Ding, macht echt Spaß. Kam dann aber auch die Frage, stärkerer Motor, dann wäre es noch geiler. Wo ich das Gewicht gemerkt habe, war aber wirklich beim harten Anbremsen, wenn der Asphalt wirklich sehr griffig ist. Denn da war ich relativ schnell in einem Stoppie. ABS regelt dann den Stoppie quasi wieder raus, löst die Bremse wieder. Und das, was ich eigentlich mit über die zwei Vorderreifen an Verzögerung aufbringen kann, wird hier gar nicht genutzt. Das ist zwar solide, aber du merkst ein bisschen Unruhe im Vergleich, wenn du jetzt ein ganz modernes ABS fährst. Da ziehst du voll am Hebel. Und dann merkst du das ja fast gar nicht mehr, dass da ABS regelt, sondern du hörst den Reifen so ein bisschen wimmern. Bei den Reifen ist noch ein kleiner Nachteil. Es gibt im Prinzip nur diesen Bridgestone-Reifen für die Nikon. Es gibt bisher keine anderen Reifenfabrikate. Und ja, das könnte für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen schade sein. Und da würde ich vielleicht denken, ich fahre sonst Angel GT2 oder auch den Conti Road Attack GT3. Bin super mit zufrieden. Und wenn das jetzt meine wäre, dann würde ich wahrscheinlich hier auf den Road Attack 3 gehen. Statt dem Bridgestone.
Aber wie gesagt, war sonst alles im grünen Bereich. Jetzt ist die Frage, mein Fazit zu Nike. Macht süchtig, absolut, geiles Teil. Mich begeistert die Technik. Ich habe kein Problem, dass man ab und zu für einen Roller gehalten wird. Ganz im Gegenteil, das schafft wirklich lustige Momente. Ich habe mich wirklich in dieses Konzept verliebt. Und wenn Yamaha vielleicht jetzt noch einen MT-10-Motor da mal reinsetzen würde, dann wäre kein Halten mehr. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Gelegenheit habt, fahrt die Nike mal Probe, geht mal zu einem Yamaha-Händler. Es gibt ein paar Center, die Niken haben. Da müsst ihr mal gucken im Netz. Aber fahrt mal das Ding ausgiebig auf der Landstraße und nach 10 Minuten macht das Klick, das schwöre ich euch. Und dann habt ihr echt richtig Spaß in den Backen. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Ne? Habt ihr die Niken schon mal gefahren? Was ist eure Meinung zu dem Konzept? Wie immer unter das Video. Und wir sehen uns demnächst auch wieder auf zwei Rädern. Ne? In dem Sinne, macht's gut und bis dann.